willkommen zum musikalischen Wort. Heute ist der drittletzte Sonntag im Kirchenjahr. Ja, wir Menschen wünschen uns, glaube ich, Gott so sehr hierher wie noch nie, könnte ich mir zumindest vorstellen. Mir kommt es jedenfalls so vor. Bei all dem ganzen Chaos, bei all dem Schrecklichen, das passiert, hilflos stehen wir irgendwie vor einem Trümmerhaufen unserer Welt. Da helfen die alten Verheißungen, oder sie sollen zumindest helfen, die alten Verheißungen von einem Friedensreich für alle Menschen, in dem Schwerter zu Pflugscharen geschmiedet werden und Gerechtigkeit und Friede sich küssen. Es sind Verheißungen, die immer schon in schreckliche Zeiten hinein zu den Menschen gesprochen wurden. Und sie sind Mensch geworden in Jesus Christus. Die Verheißungen des Reiches Gottes. Das Reich Gottes ist zwar noch nicht da, aber wir können es hier und da aufblitzen lassen, die Verheißungen mal Wahrheit werden lassen, nämlich dann, wenn wir im Geist Jesu leben und uns berufen fühlen, zum Beispiel die Schwachen zu stärken, mit Armen zu teilen, Boden des Friedens zu sein, Verlorene zu suchen, Wunden zu heilen, aufstehen für Wahrheit und Recht und noch viel mehr. All das wird deutlich oder soll zumindest deutlich werden, wenn wir heute singen, diese Stadt. Diese Stadt, diese Straßen, diese Wege gehören dir, diese Kirche, dieses Land. Schwachen zu stärken, mit Armen zu teilen und Boten des Friedens zu sein. Verlorene suchen, die Wunden zu heilen und aufstehen für Wahrheit und Recht. Die Tränen zu trocknen und Freiheit verkünden für die, die im Dunkeln sind. Diese Stadt, diese Straße, diese Wege gehören dir, diese Kirche, dieses Land, diese Menschen gehören dir, diese Hände, dieses Herz, dieses Leben gehört dir. Die Schwachen zu stärken, mit Armen zu teilen und Boten des Friedens zu sein. Verlorene suchen, die Wunden zu heilen und aufstehen für Wahrheit und Recht. Die Tränen zu trocknen und Freiheit verkünden für die, die im Dunkeln sind. Schwachen zu stärken, mit Armen zu teilen und Boten des Friedens zu sein. Verlorene suchen, die Wunden zu heilen und aufstehen für Wahrheit und Recht. Die Tränen zu trocknen und Freiheit verkünden
für die, die im Dunkeln sind.